These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Die gehören dem Jungen? Okay. These abbreviations mean something. But what? These abbreviations. Ach, Moment, dafür brauchen wir Gegenstand. Was? Moment. From R. Davison to my friend and partner 1883. And partner. 1883. Moment, von Anfang an. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okay. A handkerchief with the initials J.H.N. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. John Hopley Nelligans persönlichen Gegenstände untersuchen. Okay, haben wir gemacht. Verhören Sie auf der Polizeiwache den Verdächtigen John Hopley Nelligan. Das haben wir bis jetzt hier alles schon gemacht. Und jetzt dürfen wir den Typen verhören. Erfragen und im Archiv nachschauen. Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson. Und ein scharfes Messer wurde auf dem Boden neben der Leiche von Peter Carey gefunden. Die Klinge weist keine Spuren. Ah, auch hier fragen wir nach gleich. Nee, da kommt schon. Ich will es doch einfach beendet sehen. Was ist, warum schmeißen die hier mit Zeugs auf den Boden? Naja, wirklich ordentlich sind die hier ja scheinbar nicht. Zumindest nicht unter diesen Umständen. So, jetzt wollen wir schnell verhören. Na, Bursche? Erstmal schauen wir uns den Jungen ganz genau an. Schäbige Mütze. Flicken. Oh, der Stoff ist aber teuer. Na, sieh mal einer an. Feine Knöpfe. Hornhaut, zu kurze Ärmel, dünner Hals, Moment, irgendwo habe ich doch was, irgendwo habe ich was übersehen, etwas was interessant ist. Ah, Namen. So, jetzt zu dir. Does this notebook belong to you? Yes, but where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Jetzt mal ganz ehrlich, du wirst höchstwahrscheinlich gehängt für einen Mord. Wie viel schlimmer kann es werden? The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Du weißt nicht, ob er dich angegriffen hat? Junge, du wirkst ein bisschen sehr verwirrt. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Okay, Moment. Halt. Der gehört nicht dir. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Außerdem ist er an jemand ganz anderen gerichtet. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Okay, ich muss wahrscheinlich ins Archiv. Ich vermute fast, dass ich...
dass ich jetzt erst ins Archiv muss. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Nein, bist du nicht. Nelly Ginn ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solch körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schwach gebaut. Okay. Wir wollen mal kurz in die Baker Street zurück. Wir können ja derweil schon mal unsere Herleitung machen. Oh, Moment. Das wollte ich nicht. Einbruchsversuche. Den Kratzern am Schloss von Carys Hütte nachzuurteilen, hat man mehrfach versucht, die Tür von der Hütte aufzubrechen. Nelligans Notizbuch. Ein Notizbuch mit Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Es gehört Nelligan. So, Einbruchsversuche. Schnell gehandelt. Peter Carey hat zwar ein Messer, konnte es aber nicht einsetzen. Er hatte keine Zeit dazu, denn der Mörder agierte schnell und instinktiv. Peter Carey wurde mit einer Harpune in die Brust getroffen und an der Wand aufgespießt wie ein Schmetterling. Dann vielleicht die Kombination? Nee. Was? I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Ein Experiment? Moment. Verdammt, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Ich habe es einfach weggeklickt, weil ich dachte, das wäre noch der Gedanke vom letzten Mal. Ach, verflucht. In der Hütte befand sich eine Blechkiste kaum größer als ein Buch. Peter Carey hatte niemanden erlaubt, sie anzufassen. Peter Carey raucht nicht. Peter Carey hatte das Rauchen vor langem aufgegeben, aber möglicherweise hat er den Tabakbeutel behalten. Seine Frau hat den Beutel zuvor noch nie gesehen. Aber sie durfte die Hütte auch nie betreten. Judith Carey hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert hat. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig. Womöglich verheimlicht sie etwas. Wir haben einen Einbruchsversuch. Vielleicht die Kombi? Da, jetzt können wir hier nochmal schauen, was ist mit dem... Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an eine Wand aufschmießt. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Okay. Nicht schlecht. Das ist doch jetzt ganz gut gelaufen. So, wir wollen in unserem Archiv mal reinschauen. Moment, da. Was? Forschungsberichte? That is not the one I need. Brauchen wir... Gifte und Toxine, Verletzungen. Brauchen wir das hier auch nicht. Wow, was es hier alles gibt. Moment, wir brauchen vielleicht Zeitungen. Oh, Dawson und Nelligan Pleite. Das klingt doch interessant. The Strand. Dawson und Nelligan Investment Fonds Pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investment Fonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelte sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie.
Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay, damit haben wir das zu unseren Notizen hinzugefügt. Ja, komm, so, zack. Jetzt darfst du noch für ein Experiment herhalten, mein guter Watson. Warum hockt Toby hier? Ich dachte, Toby gehört zu seinem Besitzer. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Dann ignorier halt Toby. Dann ignorier doch den. Moment mal, die steht da oben am Fenster, seht ihr das? Oberste Reihe, mittiges Fenster. Die ist in unsere Nähe gezogen. Die hatte doch ein Haus irgendwo weiter weg vom Schuss. Die ist jetzt... Warum verfolgt die uns? Ist das jetzt wegen dem Testamentsgeschichten oder... Bin irritiert. A spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Sag mir nicht, ich muss jetzt alles beschaffen. Okay, Dr. Watson wird Ihnen allzu gerne bei den Vorbereitungen zu einem Harpunwurf-Experiment zur Hand gehen. Wir müssen die Harpune noch besorgen. Alles klar, dann wollen wir doch mal, Moment, das ist das Falsche. Dafür brauche ich das und dann... wir sind in der Baker Street. Wir müssen nach Woodman's Lee, um dort eine Harpune zu beschaffen. So, in der Zeit können wir Herleitungen machen. Oder? Ne, wir haben schon alle Herleitungen gemacht. Ja. Wir haben schon alle Herleitungen gemacht. Also, nichts mit Herleitung. So. Ups. Der Mann steckt wahrscheinlich noch an der Wand. Die Leiche, oder? Ah, die haben die Leiche abgenommen. Okay. That should do it. Now I am ready for the experiment. Ich will nur gerade gucken, ob sich irgendwas von Interesse verändert hat. Man weiß ja nie. Wir können ja nochmal mit der Ehefrau reden. Ich bin lieber vorsichtig als nachsichtig. Ich möchte die Fälle korrekt lösen. Insofern versuche ich da natürlich mein Bestes. Who could do such a thing? My poor husband. Ja, und das soll ich dir glauben. Ups, ach, wieder falsches Fenster. Dass du eine trauernde Witwe bist. Naja, ich weiß ja nicht. Den Ring, den zeigen wir später. Wir gehen jetzt erstmal zum Whitechapel-Metzger. Und harponieren Schweine. Oh, das wird cool. Da habe ich jetzt schon meinen Spaß dabei. Da sieht man die Spitze der Harpune. Wie geil. Oh yeah. So, haben wir denn hier... Irgendwas, was von Belang ist. Oh, ich muss sagen, dieses Spiel, das hat mich jetzt voll in seinen Bann gezogen. Ich mag dieses Spiel noch viel, viel mehr,
jetzt schon, glaube ich, als The Testament of Sherlock Holmes. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es wird sich noch zeigen, wenn die Story sich entfaltet. Aber von den Mechaniken haben sie so viele tolle neue Sachen reingebracht. Here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Was nicht ist, kann ja noch werden, nicht? So. Okay, so funktioniert das immer gar nicht. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ey, das ist gar nicht mal so einfach, Junge. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ah, das ist echt nicht einfach. Die Maus bewegt sich wie blöde. Nein! Ja. Besser ziehen, schon klar. Ach, ich muss gut treffen und... Moment, ich muss ein bisschen höher... This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Oh, sind die toll. Oh, diese Kombination von den beiden. Ganz ehrlich, hier kommt Holmes weit weniger arschig rüber, finde ich, als noch zuvor. Er wirkt eher so ein bisschen, naja, wenn man das bezahlen muss, so, ne, so distanziert oder so ein bisschen realitätsfremd. Aber die Kombination zwischen den beiden ist halt viel, viel besser, viel freundschaftlicher.